15 minus 9 macht doch nicht 6. Aber ihr habt doch beide geblinkt. I want to reach why. Ja, dann überspringe ich das eben. Und ich hatte 7 und 6. Und guck mal, hier sind genau zwei Felder. Öffne den Safe mit dem Zahlensatz, den du gefunden hast. Sieben und sechs. Ich nehme die Pistole mit. Nein, die Handschellen. Nur den Whisky. Der Landstreicher Marvel befindet sich vermutlich in dieser Zelle. Das ist richtig. Man sollte besser nicht die Hände hineinstecken. Denn der Landstreicher ist bestimmt sehr hungrig und beißt dir dann in die Finger. Verurteilte trinken aus dieser Tasse. Oh, ich habe noch Schlafmittel dabei. Jetzt habe ich kein Schlafmittel mehr. Aber ich habe den Hund. Ja, ich war freundlich zu dem Hund. Ich habe ihn noch nicht vergiftet. Er schnarcht ja vor sich hin. Ja, der Landstreicher Marvel befindet sich vermutlich in dieser Zelle. Und jetzt kriegt er eine Tasse mit Whisky, wo Schlafmittel drin ist. Jetzt bin ich erleichtert. Marvel wird tief und fest schlafen. Wenn ich die richtige Mischung hinbekommen habe, wird Marvel sehr lang, sehr tief und sehr fest schlafen. Ich brauche immer noch die Gartenschaufel. Da war was. Was brauche ich? Ich brauche eine Gartenschaufel. Ich habe keine Gartenschaufel. Der Mann mit den... Der so ein ganz klein bisschen aussieht wie so ein Frosch. Wie Kermit der Frosch mit Fliegerbrille. Applaus, Applaus, Applaus! Wird gesucht. Tot oder lebendig. Ich gehe zum Friedhof. Die haben bestimmt eine Gartenschaufel. Da ist mal was gestorben. Vor nicht allzu langer Zeit. Da guckte mich ein Auge an. Das guckt mich schon wieder an. Ja, ich muss hier an der Tür was machen. Und was? Ey, Auge. Juhu. Das ist ja schön, dass ich an der Tür was machen muss. Aber was? Ich gehe wieder zur Polizei. Ich brauche einen Schlüssel. Gut, ich komme hier gar nicht rein. Warum habe ich das eigentlich nicht ausprobiert? Das muss ich umgraben. Der Hund schläft tief und fest. Da komme ich nicht rein. Die Tasse werde ich nie wiedersehen. Den Safe habe ich ausgeräumt. Aber hier ist doch gar nichts. Ich gehe nochmal zum Friedhof. Oh, guck mal, das blinkt jetzt auch. Und hier brauche ich ein Kugellager. Ganz klar. So, Auge, guck mich nicht immer hier an. Ich piek dir da rein. Ich habe gesagt, ich piek dir ins Auge. Na, komm. Ich piek dir ins Auge. Jetzt lässt er mich nicht gehen. Ich habe ihm dreimal ins Auge gepiekt und jetzt lässt er mich nicht mehr gehen. Entschuldigung, Skis. Haben Sie zufällig ein Kugellager? Griffin, du hast doch furchtbar sonderlich viel Zeug.
Kein Kugellager? Nein? Griffin, hast du hier dein Kugellager versteckt? Griffin! I'm a lost man. Your future is grim with me in it. Ja. Nein, ich wollte nicht wieder raus. Hast du oben ein Kugellager versteckt? Nein? Gut, dann eben nicht. Dann suche ich draußen weiter. Ich frage mal bei der Polizei. Die haben bestimmt... ein Wimmelbild, wo gleich ein Elefant... ein geflügelter Elefant. Komm, geflügelter Elefant. Du bist etwas, das es nicht gibt. Elefanten brauchen keine Flügel. Wenn Elefanten durch die Gegend fliegen wollen, dann wedeln sie mit den Ohren. Das weiß doch jeder, der Dumbo gesehen hat. Also, geflügelter Elefant, du heißt Dumbo. Also, ich brauche ein Zahnrad. Da. Ein Ladestreifen. Da muss ich aber irgendwas für tun. Ein Kompass. Hatten wir den nicht schon mal? Da, du bist ein Kompass. Doch, dich hatten wir am ersten oder zweiten Wimmelbild. Und da habe ich gesagt, so sehen Kompass. Plurals. Nicht aus. Ein Auge. Ein Schädel. Bumerang. Rund, Hufeisen. Bumerang. Ein Tierknochen. Ich will hoffen, dass das ein Tier war. Und ich bin sehr froh, dass es das nicht mehr gibt. Wenn es ein gefährliches Tier war. Ein Pferd. Ein buntes Kugellager. Eine Spule. Dartpfeile. Ein Buntglasfenster. Das ist ein dummes Buntglasfenster. Oh, ein Teil fehlt. Na, was bin ich doch freundlich, dass ich hier aufräume und die Sachen dann mitnehme, um sie woanders hinwegzuräumen. Spule. Ein Ladestreifen. Dumbo. Wo sind die Dartpfeile versteckt? Oh! Ja, das ging ja eigentlich. Ein Kugellager. Hallo! Schönen guten Tag, wie geht's Ihnen denn? Arbeiten Sie für die Polizei? Da war ein Geist. Boah, Auge, glubsch mich nicht an. Ich habe hier ein Kugellager. Interessant. Ich hätte erwartet, ich komme jetzt dazu, ein Minispielchen zu spielen. Also schön, Geist, Phantom, Erscheinung, wo bist du? Ich warte, bis ich dich kriege. Der Sensenmann! Oder auch der Todesclown. Also, eine Spindel. Wie das Teil, an dem Dornröschen sich gestochen hat. So sehen die, glaube ich, aus. Eine Sichel. Habe ich auch schon mal gesehen. Ein Keuschheitsgürtel. Wofür braucht man den in der Gruft? Ein schwarzes Pferd. Also Black Beauty. Knoblauch. Knoblauch. Den nehmen wir mit. Jetzt ist diese Gruft nicht mehr sicher vor Vampiren. Das heißt, der Vampir wird jetzt in der Lage sein, aus seinem Sarg zu steigen und die Dorfbewohner
in Angst und Schrecken versetzen. Ein Ohr. Das gehörte bestimmt dem Vampir. Das nehme ich mit. Jetzt kann der nicht mehr so gut hören. Und wenn ich rausgehe und das Kugellager wieder mitnehme und bei der Polizei wieder abgebe, dann kommt er ja gar nicht da raus aus seiner Gruft. Dann kommt er zwar aus seinem Sarg hier raus, aber nicht aus seiner Gruft. Gräten! Das ist ein Brustkorb, das ist eine Hand, das ist eine Kugel. Ein Gesicht? Das ist ein Fischgrätengedöns. Eine Sense? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, es war ein Bogen. Eine Ratte suche ich auch noch. Hier, Putzerhaltflügel. Eine Gartenschaufel? Ich habe eine Gartenschaufel gefunden. Ja, das kann ich. Ah! Huch. Na, die hat mich jetzt erschrocken, aber das war der Vampir, der dann los ist, ne? Oh nein, und ich habe die Tür nicht zugemacht! Oh je, oh je, oh je. Komm, gib mir einen Hinweis. Zieh an dem Skelett. Ich nehme den Gartenschaufel. Ey! Werwolf, ich hab dich gesehen. Wo wolltest du hin? Ich kann dich zurück nach Lycan Isle bringen, wenn du das möchtest. Da gibt's Verwandte von dir. Ach komm, das bisschen hättest du ja auch noch mit den Fingers machen können. Aber nein, wahrscheinlich wühlt eine Marathoni nicht im Dreck rum. Wir durchsuchen nur die Abfälle am Straßenrand. Öffne die Tür mit dem richtigen Schlüssel. Ich möchte mir die ansehen. Flach, 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 flach. Oh, guck mal. War rein zufällig der richtige. Igitt, 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 igitt. Ach nee, der schnarcht ja auch noch. Das Tagebuch muss hier irgendwo versteckt sein. Suche einen Mob. Ich bin da mal draußen. Ein Mob. Hallo! Sieh hier! Ich hätte gerne einen Mob. Beispielsweise den hier. Einen Fischmob. Ich traue mich nämlich nicht, mich vor einem Landstreicher auf den Boden zu legen und unterm Bett zu kramen. Das ist widerlich. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn er aufwacht und mich da so liegen sieht. Schließlich bin ich eine wunderhübsche junge Frau. Gut, er ist betrunken. Und ich habe ihn außer Gefecht gesetzt. Olli, Schatz! Gibt's hier einen Wischmob? Okay, ich sehe den Garten rächen, aber... Wischmob! Wischi, 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 Wischmob! Ich habe ein Messer. Ich habe ein Messer. Was mache ich mit diesem Messer? Ja, was mache ich mit diesem Messer? Nein? Gut. Dann nicht. Hallo. Nein. Nerviger Hund?
Nein. Was bist du? Du bist wahrscheinlich so ein Bullterrier oder so. Wärest du ein Mob, würde ich dich jetzt irgendwie da unters Bett schicken. Warum habe ich die Dartpfeile nicht mitgenommen? Ich könnte hier Dart spielen. Wow, 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 wow. Ich habe ein Wimmelbild gefunden. Und während ich darauf warte, dass so ein Phantom... Das Seepferdchen. Das Seepferdchen. Sondermaske, Buchmesser, Buschmesser. Mob, Perücke, Handfeuerwaffe, Bügel, Gewicht, Pik, Notizblock, Rose, Helm. Eine Rose. Eine Perücke. Eine Maske ist hinter Gittern versteckt. Ich habe zufällig den Mob gefunden. Lass uns abhauen. Und den Bügel habe ich auch gefunden. Da war eine Sonne. Ein Buschmesser. Gut, jetzt brauche ich irgendwas zum Greifen. Damit ich... Da ist was zum Greifen. Okay. Ich brauche was anderes zum... Da ist was anderes zum Greifen. Ich befreie die Maske. Die aussah, als wäre sie auf einem Fächer aufgedruckt. Aber der Eindruck täuschte. Sie war unter einem halbkreisförmigen Gitter. Eine Handfeuerwaffe. Oh, da liegt eine. Ein Helm. Ein Quietscheentchen. Ein Rad. Eine Katze. Ein Tuch. Ein Helm. Was ist das hier wieder so ein... Das Gewicht! Gewicht! Wird von einer Kette gehalten. Ja, schön. Hier habe ich... eine Zange. Mit der konnte ich das Gewicht abnehmen. Was tröpfelt hier eigentlich so sehr? Ah, da war das Peak. Jetzt fehlt mir nur noch der Notizblock. Notizblock? Wo würde ich denn einen Notizblock hier verstecken? Wenn ich noch die Hoffnung habe, dass er das Ganze überleben soll, dieses Wetter. Oh, da war er. Ich hab den Mob. Ich finde es bedenklich, dass die Dinger alle leuchten, nur mein Mob nicht. Ich habe den Mob. Ich habe den Mob. Jetzt habe ich auch noch das Tagebuch von Griffin. Ich würde gerne die Tür wieder zuschmachen. Dann läuft der nicht weg, wenn der so schnell wieder aufwachen sollte. Dieser Landstreicher, ich unterstelle ihm einfach mal Alkoholiker zu sein. Auch mit Schlafmitteln. Da der halt immer noch starcht. Aber sei es drum. Griffin, ich habe dein Ta... Oh nein! Griffin, Olli! Olli, Schatzi! Ist schon wieder verschwunden! Was ist dir bloß geschehen? Finde heraus, was in der Mühle geschehen ist. Streichhölzer sind immer praktisch. Ein Seil ist praktisch. Eine Münze wäre schön. Was anderes. Okay.
Ja? Es ist zu dunkel hier. Was immer, ich brauche Licht. Da ich die anderen Dinger nicht andrehen kann, schneide ich hier mal. Und habe Licht. Ein Wunder. Das sieht seltsam aus. Ich stelle die Kerze auf Vollmond. Ja, habe ich hier noch was übersehen? Oh. Noch eine Spiegelscherbe. Okay. Hast du dich da oben versteckt? Nein. Ich brauche einen Schlüssel. Spiegel? Oh, setze die Spiegel an den richtigen Platz. Das unten. Das hat da einen Rand. Das hat da einen Rand. Hier ist Rand. Da ist kein Rand. Hier ist Rand. Ich habe einen Spiegel zusammengesetzt. Und jetzt brutzelt es innerhalb dieser Maschine. Von der ich vermute, dass es eine Maschine ist. Was das für eine Maschine ist, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ich hoffe nur, das Teil fängt kein Feuer. Das ist ein Gebüsch. Also, komm her, Geist. Clown mit Geige und Flügeln. Ich würde ja sehr gerne jeden Clown Buggy nennen. Aber so viele Clowns können doch nicht den gleichen Namen tragen. Das war jetzt schon der dritte Korb, oder, der dritte Korb. Der dritte Clown. Ich sollte nicht lesen und, reden zeitgleich. Also, Korb voll Birnen. Birnen? Korb. Korb voll Birnen. Hässliche Socke? Ach nein, eine Krawatte. Kartoffeln. Kartoffeln? Kartoffeln. Eine Kuh. Die ist allerdings noch nicht vollständig. Kelle. Kelle? Schlüssel. Hier irgendwo. Bock. Da. Ahaha. Bohrer. Schnabel. Das hier sieht aus wie so ein Schnabel. Giftpilz. Äpfel. Bla. Fliegenpilz. Kürbis. Schiff. Stück von einer Kuh. Regenschirm. Blätter. Maske. Bist du ein Bohrer? Ja, du bist ein Bohrer. Warum musste ich dich zweimal anklicken? Wissen wir nicht. Schade aber auch. Ein Knochen. Ein Schiff. Ein Schlüssel. So. Ich suche noch einen Schneeball. Wie soll's bei diesem Wetter einen Schneeball geben? Da wird wieder irgendein Übersetzungsfehler bei sein. Hier ist nirgendwo ein Schneeball. Zumindest nicht das, was ich mir unter Schneeball vorstelle. Und wenn ich mir jetzt angucke, was dieser Schneeball ist, werde ich die Krise kriegen. Was ist das dann?
Das ist kein Schneeball. Dass du dieses komische rote Zeugs hier, Früchte mit Grünzeugs, Blättergedöns. Hauptsache, ich habe den Schlüssel. Olli, mein Schatz, wie hast du es eigentlich geschafft? Ich brauche eine rote Kerze, eine blaue Kerze und 4 Sternzeichen. Das hier müsste ein Sternzeichen sein. Aber irgendwie kann ich es nicht mitnehmen. Machen wir das wieder rückseitig? Okay. Oh. Ich suche einen Skorpion, einen Wassermann, einen Fisch. Ich warte auf... Da, das Füße wackelnde etwas. Oh, das geflügelte Mädchen. Sie wackelte so niedlich mit den Füßchen, also nennen wir sie Füßli. Also, ich suche... die Sternzeichen. Ich finde es sehr gut, dass ich oft genug in irgendwelche Horoskope geschaut habe, um das Ganze... Du bist keine asiatische Maske. Um das Ganze irgendwie mal wenigstens gesehen zu haben. Was brauche ich noch? Den Schützen und den Krebs. Da ist der Schütze. Pinsel. Da. Oh, der Krebs! Ich habe 4 Sternzeichen gefunden. Okay. Ja, die Kerze kommt auf halb, auf Vollmond. Das habe ich kapiert. Was brauche ich noch? Eine rote Kerze und eine blaue Kerze. Die habe ich noch nicht. Da, pack drauf. Dann gehe ich wieder. Wenn es hier keine Kerzen für mich gibt, habe ich die draußen hingeschmissen? Wahrscheinlich nicht. Könnten wir die ins Gasthaus gepackt haben? Juhu, hier was? Nö. Hier was? Nö. Griffin! Daneben nicht. Dann gucke ich mal bei der Polizei. Die haben bestimmt Kerzen für mich. Warum sollten die bei der Polizei Kerzen für mich haben? Am Friedhof? Ja, guck mich nicht so blöd an. Ja gut, dann guck mich an. Ist mir doch egal. Ich gehe dann wieder nach draußen, vom Friedhof weg. Wo muss ich hin? Ich muss zurück zum... Ah ja, nee. Ist klar. Also, ich brauche eine blaue Kerze, eine rote Kerze, grüne Blätter, menschlichen Zahn, Eule, Frosch, Trauben, Bügeleisen, Rollschuhe. Habe die Chinesin gefangen. Lilulei. Ich brauche Rollschuhe, eine Schnecke, einen Sporn und Nummer 7. Nummer 7? In dem Film ging das nur bis Nummer 5. Und der lebte. Roter Wachsklumpen, blauer Wachsklumpen, Zahn. Trauben, ja? Ein Bügeleisen. Ich kann dieses Bügeleisen nicht anfassen. Es ist zu heiß. Schnecke. Weißt du was? Macht nichts, Bernadette.
Wir warten eine halbe Stunde. Hier draußen ist es kalt. Ein Sporn. Und dann kühlt das ab. Hier sind Blätter. Hier ist grüne Farbe. Und ich brauche grüne Blätter. Jetzt habe ich eine grüne... Habe grüne Blätter. Oh, da ist ein kleiner Frosch. Eine Schlinge. Eine Flasche. Rollschuhe. Eine Schleife? Nee. Eule Bügeleisen Nummer 7. Was hängt? Kann ich jetzt das... Na toll. Gesehen, kaum packe ich den Lappen da drauf, kühlt das Bügeleisen auch automatisch so derartig ab. Nummer 7. Katze. Eule. Also das könnte jetzt ziemlich alles sein. Aber auf Eule würde ich mit diesen eingedrehten, gekräuselten Flügeln garantiert nicht mehr tippen. Die Augen sind da viel größer hier auf dieser Schmuckeule. Und das sieht da bei dieser Schmuckeule auch nicht annähernd so lächerlich aus mit den Schwanzfedern. Was brauche ich noch? Nichts.